Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde Minecraft. Ich bin gerade in einer Singleplayer-Map und ihr seht hier schon, hier ist viel Redstone-Zeug aufgebaut. Und zwar ist die Sache die, ich werde häufig Sachen, die Redstone angehen, gefragt. Und daher dachte ich mir, mache ich jetzt einfach mal Tutorials zu den einfachsten Redstone-Sachen, damit nicht die Leute mal zu mir springen müssen, sondern sich das hier selbst anschauen können. Und dann fangen wir hier auch schon mal mit einer ganz einfachen Sache an. Also ihr kennt das ja, man hat hier eine Tür, eine Wand und dann steht man hier drauf und dann will man, dass sich beide Druckplatten öffnen, so wie normalerweise man so macht. Dann öffnet sich ja bloß immer die eine Druckplatte. Man muss immer in die Mitte reinkippen, damit sich beide öffnen. Und da gibt es die ganz einfache Möglichkeit hier, dass sich dann automatisch immer beide öffnen. Das ist ganz schnell gemacht. Ja, man braucht eigentlich bloß ein bisschen Redstone. Gar nicht mal so starke Redstone-Kenntnisse. Ihr könnt das hier sehen, ihr könnt das einfach abbauen. Ich werde mal hier so ein bisschen den Boden hier einreißen, damit ihr das sehen könnt. Das ist praktisch einfach nur spiegelsymmetrisch. Und es ist praktisch nur, also man hat hier unten 6 Redstone, 2 unter der Tür, 2 unter den Druckplatten jeweils. Und dann von einem der äußeren Redstones geht ein Redstone-Signal hier einmal rum und dann hier in diesen Block rein, auf dem die Tür ist. Und dieser Block hier, der ist ziemlich wichtig, weil sonst connectet das Redstone hier nicht mit dem Block hier. Also den nicht vergessen. Dann kommen wir auch schon zur zweiten Sache. Eine einfache Pistendor, ja, kennt jetzt wahrscheinlich auch jeder. Wieder hier 6 Redstone und wieder spiegelsymmetrisch. Und dann führt das Redstone hier raus. Dann führt das hier in diesen Block rein. Und normalerweise würde dieser Block hier nicht gepowert werden, wenn da ein Block drüber ist. Ich zeig das mal kurz, wenn man hier so macht und dann Redstone hier macht und das hier so hin macht. Dann connectet dieses Redstone hier sich nicht mit diesem hier, auch wenn man das so macht. Ich kann das jetzt mal kurz zeigen. Ihr seht, das hier oben wird nicht gepowert. Und dagegen gibt es eigentlich zwei ganz einfache Möglichkeiten, um das zu verhindern. Und zwar ist die erste, einen Glowstone-Block einfach zu nehmen und das Redstone auf den Glowstone draufzusetzen. Ihr seht, also das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, ich nutze in der Regel immer das mit dem Glowstone. Die zweite Möglichkeit ist, einfach irgendeine Half-Slab zu nehmen, die da hinzusetzen und dann das da drauf und dann, wie ihr seht, hier funktioniert das. Okay, und dann geht das hier einfach zu dieser Redstone-Forge und diese Redstone-Forge powert die beiden Pisten, das sind Sticky Pistons, welche die Blöcke dann hier reinschiebt. Und wenn man hier das Redstone eben über die Druckplatte powert, dann wird die Redstone-Fackel hier ausgemacht und die beiden Pisten werden entpowert und dann kann man durchgehen. Und das geht natürlich von beiden Seiten. So, dann kommen wir zur zweiten Pistentür. Die ist etwas komplexer, aber auch nicht zu komplex. Hier, wenn wir diesen Hebel hier umlegen, geht hier die Tür auf. Man kann durchspazieren. Und wenn man es wieder schließen will, kann man einfach den Hebel wieder zurück umlegen. Hierfür braucht man ja schon Redstone-Verstärker. Ja, es würde auch mit normalen. Nein, es würde nicht mit normalen Redstone. Ich lösche gerade mal meine. So. Also hier auf der anderen Seite von dem Hebel ist einfach bloß eine Redstone-Fackel. Diese powert zum einen diese beiden einzelnen Redstone hier, welche diese Repeater hier mit einem Toot, also mit 2 Ticks Delay, diese 4 Pistons hier powern lassen. Dann haben wir hier oben eine Redstone-Spur. Diese Redstone-Spur ist eigentlich bloß dazu, man muss hier aufpassen, dass das Redstone nicht hier so ist, weil dann würde es nämlich diese Pistons hier powern. Und wenn ich jetzt mal hier den Hebel umlege, dann ist es jetzt so. Ich
ja jetzt. Normalerweise sollte es dann. Egal. Auf jeden Fall diese. Diese zwei Redstone hier sind wieder wichtig. Die power nämlich diese beiden Pisten hier. Natürlich wieder Sticky Pistons, welche hier die. Die Smoothstone. Welche hier die Smoothstone rausschieben. Sobald man den Hebel umlegt, werden praktisch erst die beiden hier empowered. Die ziehen dann diese Smoothstones hier zurück. Und dann werden sie von diesen hier, die ja mit 2 Ticks Delay empowered werden, hier rausgezogen. Und man kann ja auch einen Knopf hin machen, aber ich habe jetzt einen Hebel hier nicht einfach bloß, wenn man es besser zeigen kann. So, dann kommen wir auch schon zu den lustigeren Varianten. Da hätten wir zum ersten Mal hier eine ganz einfache Falle. Es gibt immer noch Leute, die auf sowas reinfallen. Daher, um sein Haus zu schützen zum Beispiel, kann man das anwenden. Hingegen kann man es, indem man drüber springt, über die Pferden. Oder indem man einfach sich hier hinstellt, kurz wartet und dann weitergeht. Ja, einfache Falle, wie gesagt. So, dann gehen wir mal da zu dem Ding dahin und auf dem Weg dahin fallen wir in Lava. So, das war jetzt etwas Umschlag von mir gelöst, weil das noch die Lava weggemacht hat. Egal, war nur zur Demonstrationszwecke. Okay, und zwar ist das ganz einfach fliegender Sand, der durch diese, ihr seht hier wieder Fäden, falls ihr es seht. Der durch diese Fäden praktisch geladen wird und dann runterfällt. Das kann man hier drüben ganz einfach nochmal machen. Hier ist der Sand mit den Fäden. Okay, ich war nicht ganz sauber, also ich gebe den nicht dazu. Ja, fliegen Fäden. Egal. Auf jeden Fall seht ihr hier das Dirt und dann die Büsche drauf. Ah, das ist nicht mal Erde. Egal, es funktioniert auch mit Erde. Und dann können wir entweder hier die Erdeblöcke abbauen oder die Rosenbüsche selber. Und der Sand fällt nicht runter, der fällt erst runter, wenn er geladen wird. Geladen wird er zum Beispiel, indem an der Seite ein Block platziert wird. Oder eben, indem der Kochwerk oben drauf, die Spinnfäden oben drauf gedrückt werden. Und dann fällt es runter, die ganze Zeit. Man kann jetzt hier einfach alle zerstören. Und dann hat man hier eine fliegende Sandplattform. Wenn man die dann in den Boden reinbaut und dann irgendwie eine tiefe Grube hier kriegt oder Lava unten macht oder irgendwas Statisches. Lava zwei Blöcke hoch ist, so wie ich. Also Lava. Die Lava hier hin. Dann sterben die Leute auch, wenn sie da reinfallen. Weil die Lava nicht von dem Sand gelöscht wird. Und wenn man dann drauf tritt, bricht alles zusammen. Die Spinnenmühlen, die Fäden da oben liegen. Während der Sand halt runterfällt. Die Falle ist an sich so ein bisschen nervig, wenn man sie einfach immer wieder aufbauen muss, weil es halt nicht, weil sie halt keinen Mehrwert hat. Also wenn man sie einmal ausgelöst hat, muss man sie halt wieder aufbauen oder ja, man lässt es einfach, weil zweimal wird eine Person eh nicht drauf reinfallen. So, und jetzt ich gerade mal in den Game Mode 0, um euch das hier zu demonstrieren. Und zwar ist das einfach hier so Sand, der hier so komisch fliegt. Also wenn man hier jetzt den kompletten Boden mit Half Slabs gemacht hätte, dann würde das auch nicht so auffallen wie jetzt hier, weil hier, wenn man da reinläuft, anfängt an zu brennen. Und zwar hat das den ganz einfachen, also ich werde das am besten nochmal nachbauen, ja, das ist, ja, es ist zwar einfach, wenn man weiß, wie es geht, also man braucht Mauern oder irgendwelche Zäune, aber auf Zäune kann man halt keine Lava platzieren. Und des Weiteren braucht man noch Sand, roter Sand oder Kies. Und dann, ich hab grad mal so einen Ort, wo ich das kann. So. Dann platziert man hier unten die Mauer. Oder die. Und wenn ich jetzt hier einen Sand drauf platziere,
dann fällt er nicht bis ganz nach unten, so, also so normalerweise, sondern der bleibt hier so schweben und der zählt dann als Entity, das heißt, man kann hier einfach durchlaufen. Und genau das nutzen wir praktisch aus, wir tun jetzt hier Lava unten noch hin. Und dann umranden wir das Ganze mal. Und dann spawnen wir hier einfach Sand, der dann runterfällt. So, ihr seht, das geht mit einer Art. Und ja, das ist eine ziemlich gemeine Falle, wenn man nicht merkt, dass man auf 5 Slabs steht, dann fällt man hier rein und kann durchaus daran sterben. Was unschön ist. Oder aber man baut das hier in einer Wüste etwas tiefer in den Boden ein. So Mulden in der Wüste wollten ja häufig auf einen Dungeon unterirdischen, also auf so diese kleinen Dungeons. Und da springen dann die Leute immer rein und wollen sich den Loot halt aus dem Dungeon holen und dann fallen sie in Lava am Scherben. Ja, gut. Aber richtig fies wird's erst bei der nächsten Sache. Und zwar bin ich da extra ein Stück weiter weggegangen. Und zwar, und mir damit zu hochwachsen. So. Gut, also hier ein Garten von irgendeiner Person, die man halt ärgern will. Immer wieder den Game of Null. So, ihr seht, ich habe Hunger, ich will mir Karotten holen, damit ich was zu essen habe. So, ich will mir hier die Karotten, ernte das ab, pflanze es wieder nach und bumm. Alles geht in die Luft. Und zwar, okay, meine Welt. Ich glaube, ich habe etwas viel TNT platziert. Ja, gut. Eigentlich gar nicht so viel TNT, bis zum nächsten Mal. Vielleicht wegen den Karotten und dem Minecraft. Egal. Okay, kann auch mal wieder aufhören zu legen. Danke. Ja, sorry jetzt für die Lags. Das geht jetzt gar nicht. Leckt echt voll. Ich gehe mal kurz nochmal zurück ins Wappen. Vielleicht klappt's ja dann. Okay, so. Ah, ich habe mir schöne Welten angelegt. Sieht man. Okay, jetzt. Okay, dann fliege ich gerade mal dahinter, wo die Fallen waren. Und dann werdet ihr da sehen, dass da ein Starter sein sollte. Okay, ich wurde von dem Wasser ein bisschen ausgebremst. Aber ja, das ist schon ziemlich fies, wenn ihr mich fragt. Oh, hier ist eine Höhle. Eisen, Kohle. Hey. Und zwar ist das ganz einfach. Und zwar. Okay, ich sag gerade ziemlich oft. Und zwar, wenn ihr das Feld aberntet, also das Feld wurde logischerweise präpariert. Unter dem Feld sind Hopper-Minecarts, auch Hoppern, Maschinen. Und dann ist hier so ein Redstone Comparator und hier ist eine Redstone Forge. Und wenn jetzt hier das Feld abgeerntet wird, dann fallen da ein paar Karotten durch und werden mit ein bisschen Verzögerung diese Redstone-Facke hier anmachen. Beziehungsweise verfügen wir. Was zur Hölle ist denn los? Okay, meine Welt wird gerade nicht auch gut. Ja, kann mal passieren. Gut. Erst der Ausbau-Mod, der so leckt, und jetzt leckt meine Welt, weil ich ein bisschen TNT in die Luft gejagt habe. Es leckt immer noch so der.
Aber ich gehe mal bei den bei der Render Distance. Ja, okay. Die Render Distance nicht ganz hoch. Mal ein bisschen. Wenn das Spiel mich lässt. Danke, liebes Spiel. So, jetzt wird's nicht mehr so laggen. Auf jeden Fall werden die Karotten dann mit etwas Verzögerung hier in den letzten Hopper rein und der gibt dann im letzten Signal aus, was die Signal zum Leuchten bringt. Beziehungsweise in diesem Fall das TNT in die Luft gejagt wird. Okay. So, dann. Wenn ihr irgendwas habt, was wozu ich ein Tutorial machen soll, irgendwas mit Redstone oder derartiges, dann kann ich das gerne machen. Ich habe auch viele komplexere Sachen gebaut. Ich wollte hier jetzt bloß mal die einfachsten zeigen. Und das verwundert mich irgendwie immer noch. Wenn das so ist, dann könnte man das nämlich auch so machen, dann könnte man sich hier etwas Redstone. Ja, okay, trotzdem. Okay, gut, ja, doch, ich weiß, woran es liegt. Die Pistons hier werden ja trotzdem gepowert. Also trotzdem hier werden die ja hier unten noch gepowert. Und wenn ich den Hebel hier, also wenn ich das Ding ausschalte, das Ganze, dann wird ja hier das Signal nicht, also da wird ja erst hier oben das Signal abgebrochen. Und dann hier, das heißt, die bleiben ausgefahren und wenn ich jetzt wieder ausfahre, dann wird das Signal zwar hier schon gegeben, das heißt, der hier fährt ein bisschen früher da aus in die Mitte, aber es ist ja bloß, es ist ja, also die hier werden ja erst ausgefahren, sobald die in der Mitte angekommen sind. Wenn man jetzt hier das Redstone machen würde, dann würde es die Schaltung zerstören. Okay, gut. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, was Redstone-technisch ihr nicht versteht, dann könnt ihr jederzeit mir das einfach in die Kommentare schreiben. Ich kann dann dazu ein Video machen, wie man das macht. Das können auch ruhig komplexere Sachen sein. Also ich ich werde auf jeden Fall einen Weg, versuchen, einen Weg zu finden, das euch dann zu zeigen. Solange es jetzt nicht irgendwelche gigantischen Computer sind, die stundenlang zum Bauen brauchen. ja, gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin der Kutkuri. Und ciao.